Sigis Band, einen Applaus bitte nochmal. Danke euch, Jungs und Mädels. Schönen guten Abend, Ravensburg. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer zu Hause. Bei uns geht es heute um Sport, beziehungsweise nicht genau um Sport, sondern um das Organisieren von sportlichen Großveranstaltungen. Meine Gäste sind Markus Heider, der Stadionsprecher der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft und der Ravensburger Tower Stars. Aber zuvor begrüße ich Anke Huber, die ehemalige Weltranglistenvierte im Damentennis. Lange Zeit stand sie im Schatten einer ganz Großen. Neben der deutschen Tennis-Queen Steffi Graf feierte aber auch die gebürtige Bruchsalerin Anke Huber richtig viele Erfolge. 1996 kletterte sie sogar auf Rang 4 der Weltrangliste. Insgesamt gewann Huber 12 Turniere auf der WTA-Tour. 2001 beendete Huber ihre Karriere, heiratete den bekannten Spielerberater Roger Wittmann und ist mittlerweile zweifache Mama. Aber auch jetzt ist Anke Huber dem Tennissport verbunden. Als sportliche Leiterin bildet sie zusammen mit Turnierdirektor Markus Günthardt das Erfolgsgespann des Porsche Tennis Grand Prix, der immer im April in der Stuttgarter Porsche Arena stattfindet und Jahr für Jahr von den Spielerinnen zum besten Turnier der Tour gewählt wird. Übrigens, Anke Huber gewann den Porsche Tennis Grand Prix selbst zweimal. Eine Liebe für immer also. Herzlich willkommen, Anke Huber. Anke, schön, dass du da bist. Wir haben es gerade im Einspielfilm gehört. Du hast das Turnier, das du jetzt seit so langer Zeit mitorganisierst, selber zweimal gewonnen, damals allerdings noch in Filderstadt. Ja, ne? Genau. Lange ist es her. Das war eine Zeit, in der in Deutschland Tennis durch große Namen wie deinen, auch von Steffi Graf geprägt wurde, auch Stich und Becker waren die Großen. Was ist denn damals passiert nach deinem Rücktritt, dass gar nichts mehr so Großes nachgekommen ist? Liegt es an der Nachwuchsarbeit oder woran liegt das? Ja, okay, mittlerweile stehen wir ja wieder ein bisschen besser da. Im Damentennis zumindest. Ja, im Damentennis, ja. Und ich denke, in der Zeit, als es gut gelaufen ist, ist ein bisschen geschlafen worden im Nachwuchsbereich. Wurde etwas zu wenig gemacht, wurde nur geschaut, dass die großen Turniere stattfinden. Und dadurch hat man natürlich auch ein bisschen was verpasst. Und, aber jetzt so in den letzten 2-3 Jahren kommen ja wieder einige Mädels nach und da sind wir auch sehr glücklich drüber. Ja, und wir gucken es gerne an, zu Hause am Fernsehschirm. War denn damals die Konstellation auch gerade im Herrentennis, war das so eine einmalige, zufällige Sache mit Stich und Becker, was vielleicht nie wieder eintreten wird? Ja, es war natürlich Zufall. Ich meine, dass Stich und Becker auf einer Seite war Steffi und dann kam ich auf der anderen Seite. Ich glaube, das war ein großer Zufall und es war das Hoch im deutschen Tennis. Und es wird natürlich auch nie mehr so sein wie damals. Es ist egal, wer jetzt kommt, ob wir wieder einen Wimbledon-Sieger haben oder nicht. Aber die Zeiten sind irgendwo vorbei und damit muss man sich abfinden. Aber so wie es im Moment ist, sind wir eigentlich zufrieden. Mit Kerber, Petkovic haben wir auch wieder eine ganz gute Truppe und noch ein paar andere. Also es sieht eigentlich ganz gut aus im Moment und da kommt sicher die ein oder andere auch wieder, die mal ein Grand-Slam-Finale spielen kann. Mhm. Du hast relativ früh mit 26 aufgehört. Hast du keine Lust mehr oder wolltest du einfach auf dem Zenit aufhören, bevor es peinlich wird? Beides. Also erstmal hatte ich keine Lust mehr zu reisen. Mir war alles zu viel in dem Moment. Ich war 26, wollte was anderes auch noch machen. Wollte mal an einem Fleck sein, ein Jahr lang, an einem Fleck, nicht nur in Hotels leben. Und auf der anderen Seite wollte ich natürlich auch aufhören, wenn es noch ganz schön ist. Also ich wollte es nicht verpassen. Also ich wollte nicht irgendwie abrutschen über die 100 hinaus und nicht wissen, was ich tun kann oder auch will. Und ich glaube, das habe ich ganz gut geschafft und darüber bin ich auch glücklich. Also ich bereue es eigentlich nicht, dass ich so früh aufgehört habe. Dir fehlt auch nichts? Nein, um Gottes Willen, nee. Ich habe mit Stuttgart, bleibe ich noch irgendwo dabei im Tenniszirkus auch. Ich reise ab und zu Turnieren, kenne die Spielerinnen, habe auch Kontakte zu denen. Ich vermisse nichts. Also ich spiele ab und zu noch Tennis, ab und zu. Nicht mehr so viel, aber ich fühle mich wohl so, wie es ist. Du hast zwei kleine Kinder, die noch unter 10 sind. Kriegen die schon Tennisunterricht von der Mama oder willst du das den Kindern vorenthalten? Die haben Tennisunterricht, aber nicht bei der Mama. Ja? Wollen sie auch gar nicht. Nee? Okay. Nee, die wollen mit jedem spielen, nur nicht mit mir. Also, ich probiere es auch nicht mehr. Und dein Mann ist ja einer der bekanntesten deutschen, vielleicht sogar der einflussreichste deutsche Spielerberater im Fußball. Allerdings, gibt es da bei euch irgendwelche Fußballgeschichten zu Hause, dass du mal kickst oder dass du mit ins Stadion gehst?
Also mein Sohn hat Fußball aufgehört, der spielt jetzt Hockey. Und sonst natürlich gehe ich ab und zu mit ins Stadion. Mich interessiert jede Art von Sport. Ich schaue sehr gerne Sport, auch Fußball. Das, ich meine, als größten Sport in Deutschland schaut man das sehr gerne. Und natürlich bin ich da ab und zu dabei. Es ist ganz normal, ja. Es wird jetzt nicht nur über Fußball gesprochen bei uns zu Hause, aber natürlich viel. Ja. Jetzt bist du ich habe recherchiert, seit 12 Jahren sportliche Leiterin in Stuttgart bei einem der größten Turniere auf der Tour. Es gilt als das beliebteste Turnier bei den Spielerinnen. Wie kriegst du das jedes Jahr wieder aufs Neue hin? Okay, da bin ich erstmal nicht alleine dafür verantwortlich. Es sind ganz, ganz viele Menschen bei dem Turnier, die das Turnier so schön machen, auch für die Spielerinnen. Wir versuchen es immer noch so familiär zu halten, wie es eigentlich auch in Filderstadt war, dass auch immer wieder die gleichen Leute da sind, wo sich die Spielerinnen dran erinnern. Die Wege sind kurz. Wir haben das Hotel direkt neben der Halle. Die Spielerinnen können, ich glaube, wir lesen den Spielern jeden Wunsch von den Augen ab. Sie können unter der Woche Porsche fahren, ist ja auch nicht schlecht. Sie fühlen sich einfach rundum wohl, glaube ich. Und wie schon gesagt, wir versuchen sehr familiär zu halten, die ganze Truppe. Man sieht, dass es allen Spaß macht, mitzuhelfen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste dabei. Was ist da dein Part genau? Sportliche Leitung? Ich bin hauptsächlich Leitung? Für die Spielerin verantwortlich, für den Turnierablauf, für den Spielablauf, einen Spielplan zu machen mit der WTA zusammen. Dann, dass es den Spielerinnen gut geht, drumherum, wenn die einen Wunsch haben, sind wir auch da. Also mit dem Team zusammen, vor dem Turnier natürlich auch zu gucken, dass die Spielerinnen kommen. Es gehört auch dazu, ob es jetzt über das Management ist oder mit der Spielerin direkt. Das ist mein Part tatsächlich. Wenn du von Spielerinnen sprichst, du warst lange auch auf der Tour mit dabei, 12 Jahre, glaube ich. Hast du da noch Freundschaften mitgenommen aus der Zeit oder ist dieses Business gar nicht für Freundschaften angelegt? Ich hatte damals Freundschaften, glaube ich, die spielen natürlich alle nicht mehr. Es kommen viele Junge nach. Man versucht natürlich, den Kontakt zu halten, aber Freundschaften sind natürlich mittlerweile schwer geworden. Die sind jetzt alle 10, 15 Jahre jünger wie ich. Das ist schwer, irgendeine Freundschaft zu haben. Aber von damals, ich hatte Freundschaften, ja, und habe sie immer noch, ich pflege sie immer noch mit der Barbara Schett, Österreicherin, sehr engen Kontakt immer noch und es ging schon. Also es ist nicht so, dass es gar nicht geht. Wir haben gegeneinander gespielt und am Abend sind wir ausgegangen. Also es war jetzt kein Problem. Also da kann man das schon trennen. Ja. Und wenn du jetzt an eine junge Spielerin wie an Frau Scharapova herantrittst, die hast du das letzte Jahr zum ersten Mal zum Turnier bekommen. Muss man die überreden oder kommen die gerne freiwillig? Wie läuft das ab? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, okay, Scharapova, da geht man natürlich über das Management, da läuft nichts ohne Management. Jede Platzbuchung läuft fast über das Management, also es ist relativ kompliziert. Da muss man einfach nachfragen, passt in ihren Spielplan rein, passt in ihren Turnierplan übers Jahr hinweg, passt unser Turnier da rein? Ist es eine gute Vorbereitung für Paris für sie? Gott sei Dank hat sie das letzte Jahr unser Turnier gewonnen, hat Paris gewonnen, deshalb kommt sie auch in diesem Jahr wieder. Also von dem her waren wir da ganz froh drüber, aber es ist natürlich nicht so einfach und direkt sprechen mit ihr im Vorfeld ist da eher selten, wenn man sie mal auf dem Turnier trifft. Hallo, wie geht's? Alles klar? Kommst du nach Stuttgart? Ja, aber viel mehr wird da auch nicht gesprochen. Aber dein Name hilft dir natürlich schon bei der Akquise von den jungen Frauen. Ja, die meisten kennen mich noch. Die ganz Jungen, bei denen wird es jetzt auch schon schwerer. Ja. Das ist sogar 12 Jahre her, dass du aufgehört hast. Ja, ja, aber die haben dann halt gerade angefangen oder waren noch im Jugendbereich oder als Kind unterwegs auf Turnieren und da kennen mich schon manche nicht mehr. Ihr habt vor 4 Jahren auf Sand umgestellt, eine große Veränderung für das Turnier. Habt ihr das gemacht, weil danach Paris kommt und ihr damit den Spielerinnen einen perfekten Trainingsplatz bieten könnt, quasi für das nächste große Turnier? Ja, der WTA-Kalender hat sich damals geändert. Es kam, der Roadmap hat es, ja. Heißt es nach wie vor. Wir waren im Oktober eigentlich vorgesehen und durch die Roadmap mussten wir in den April. Und da war ich nur die einzige Möglichkeit, auf Sand zu gehen, weil wir im Vorfeld von Paris nicht auf Hartplatz mehr spielen können. Und das war unsere einzige Chance, das Turnier am Leben zu halten. Und das haben wir gemacht und das war auf alle Fälle die richtige Lösung. Das hat gut funktioniert, Gott sei Dank. Wer organisiert denn mit dir? Wir haben schon einen Namen vorhin gehört. Wie groß ist das Team, um ein solches Turnier aus der Taufe zu holen und auch jedes Jahr wieder so weiterzuentwickeln, dass es nicht abfällt in der Gunst der Spielerinnen? Ja, Markus Günther ist der Turnierdirektor, eigentlich der wichtigste Mann beim Turnier. Er ist für alle zuständig. Unser Team, also im Büro, ich arbeite eigentlich nicht im Büro, ich bin meistens zu Hause, aber die Mädels und Jungs im Büro, das sind mittlerweile, glaube ich, fest 4 angestellt und immer wieder 2, 3 dazu noch, die dann während des Turniers oder auch vor dem Turnier dazukommen. Und das ist eigentlich die Größe vom Hauptteam und dann natürlich während des Turniers wird es um einiges größer, die Helfer,
weiß ich gar nicht genau, wie viele es dann insgesamt sind, aber es ist natürlich dann ein Riesenbereich. Aber ihr scheint alles richtig zu machen. Ich glaube, in den letzten 6 Jahren habt ihr 5-mal quasi den inoffiziellen Titel gewonnen, beliebtestes Turnier auf der ganzen Tournee. Dazu herzlichen Glückwunsch. Worauf können wir uns denn in diesem Jahr freuen? Im April geht es wieder los, am 20. April. Wer kommt? Wer hat schon fest zugesagt? Wir haben schon über Sharapova geredet. Genau. Wir haben 6 Spielerinnen aus den Top 10 gemeldet. Mit Radwanska natürlich Angelique Kerber, im Moment die beste deutsche Spielerin. Andrea Petkovic wird hoffentlich dabei sein. Ich hoffe, dass sie sich nicht wieder verletzt. Ja, sonst alle deutschen Spielerinnen natürlich auch wieder. Mona Bartel und Sabine Lisicki. Eigentlich im Moment haben wir wirklich viele deutsche gute Spielerinnen. Da braucht man nicht allzu viele andere. Aber wie schon gesagt, 6 aus den Top 10. Maria Sharapova wird dabei sein. Ich denke, es sind die wichtigsten Namen. Und es gibt noch Karten? Ja, es gibt natürlich noch Karten, ja. Aber ja, man muss sich mittlerweile schon beeilen. Ja, also rein an die Buletten, wenn Sie wirklich Spitzentennis sehen wollen, hier ganz bei uns um die Ecke in Stuttgart. Danke einstweilen, dass du bei uns bist heute Abend. Was hast du mit Eishockey am Hut? Uff, nicht so viel. Ich schaue natürlich ab und zu, wenn wichtige Spiele sind, aber ja. Mannheimer Adler ab und zu mal. Ja, aber sonst nichts. Ja, müssen wir mal gucken, ob der nächste Gast, den wir gleich hier begrüßen, vielleicht was für die Nationalmannschaft mal machen kann. Markus Heider ist unter anderem Stadionsprecher bei den Ravensburg Towers. Da ist in der 2. Eishockey-Bundesliga und seit diesem Jahr auch der Stadionsprecher bei der Nationalmannschaft. Er ist gleich zu Gast hier bei uns bei Humpis der Talk. Bis gleich.